So, mal sehen. Alduin ist echt alter Nordpfeil. Ah, Moment, wir gehen mal so durch. Alter Nordpfeil. Brauchen wir die noch? Ich glaube nicht. Die verkaufen wir mal. Den Eisendolch. Die Eisenkriegsaxt brauchen wir nicht. Eisenstreitaxt brauchen wir auch nicht. Den Streitkolben dann auch nicht mehr. Den Farmerbogen auch nicht. Wir haben ja einen. Ach so, der orkische Bogen ist aber nicht so gut. Warum habe ich den dann auf den Favoriten gesetzt? Naja, den orkischen Bogen kommt weg. Die Schallfalle behalten wir dann mal noch. Stahlstreitkolben kommt auch weg. So, ach so, verdammt, Für manche ey. ist es Rang, für mich sind es Schätze. Jetzt bin ich ganz rausgegangen. Ich wollte ja eigentlich nur auf Bekleidung gehen. So. Nun kann Valerius Gold 618. Das ist super, so viel hat er nicht mehr. Bebänderte Eisenrüstung. Weg damit. Eisenhelm ein. Weg damit. Eisenschild. Weg damit. Festliche Kleidung brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Und die Stiefel. Halskette der geringen Ausdauer. Steigert die Ausdauer um 20 Punkte. Naja, komm. Weg damit. Leichte Elfenpanzerhandschuhe auch weg, Elfenstiefel auch, den Helm auch, schwarze Magierrobe weg, die Silberhalskette, ja, gute Frage jetzt. Wird da eigentlich auch die Halskette zum Heiraten angezeigt? Die müssten wir eigentlich auch anhaben. Oder ist die das? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Gucken wir erstmal die Stiefel weg. Davon ein. Das weg, so. Und so viel Gold hat er jetzt sowieso nicht mehr. Was haben wir denn hier? 17 Zaubertrank der Ausdauer. Naja. Der geringen Ausdauer. Packen wir die mal weg. Ja, ist schon okay. So. Hoppala. Es bedeutet uns so Was viel, gibt dass es? die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Das freut mich sehr. War mir ein Vergnügen, euch die Klaue zurückzubringen. So, und jetzt müssen wir selbst reisen. Los geht's. Delfine kommt mit und S-Bahn auch. Sehr gut. Aber ihr habt wahrscheinlich kein Pferd, oder? Weil ich werde nämlich wahrscheinlich reiten. Aber gut, was soll's. Dann reiten wir mal los. Könnt ihr denn folgen irgendwie? Ich hoffe es doch. Sonst haben wir natürlich wieder ein Problem. Nicht, dass uns da das gleiche passiert wie mit. Ich werde mein Bestes geben, Delfine. Wie mit Lydia, genau, Lydia hieß unsere gute Freundin. In Andenken an ihr möge ihre Seele ruhen. Hoffentlich passiert uns das nicht nochmal. Aber S-Bahn scheint gut mitzuhalten. Nur wo ist Delfin? Da. Die braucht wieder ein bisschen länger. Naja, aber so können wir wirklich endlich mal wieder ein bisschen was von Skyrim sehen. Lohnt sich ja doch immer wieder. Wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Ah, 24 Minuten. Naja, das geht ja. Müssten wir jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob die letzte Folge davor noch eine komplette Folge war, müssten wir jetzt so 4 Minuten in der oder 5 Minuten in der zweiten Folge dieser Aufnahmesession sein. Die Wächtersteine. Ach so, Wächtersteine haben wir ja schon alles gemacht. Hoppala. Das war aber ein. Ja, super, die kommen aber nicht mit, ne? Ja, nee, so macht das. So hat das keinen Sinn. Dann benutzen wir vielleicht doch lieber die Schnellreise. Nur. Wo müssen wir denn hin? Ach, da links ist der. Oh. Kartspitze. Verschaffe dir Zutritt zum Tempel. So, das nächste wäre Rorikstadt. Oder Makat. Makat können wir, da können wir nicht schnell hinreisen, aber Rorikstadt müssten wir doch eigentlich schnell. Ne, können wir auch nicht. Verdammt. Wo denn dann? Mortal auch nicht. Ne, die Markierung wollte ich da gar nicht. Markierter Ort. Kann ich den wieder. Ja, das. Ist die Markierung jetzt weg? Ne, natürlich nicht. Wie mache ich denn die Markierung wieder weg? Na, ist egal. Was ist denn jetzt hier in der Nähe davon, dass. Oh Gott, wir werden so laufen müssen. Und dann mit denen auch noch zusammen. Uiuiuiui.
Ich glaube, eins der nächsten danach wäre dann wieder hier der westliche Wachturm. Reisen wir da einfach mal schnell hin. Magische Waffen verlieren bei jedem erfolgreichen Treffer an Kraft, können aber mit gefüllten Seelensteinen wieder aufgeladen werden. Oh, das wusste ich auch noch nicht. Das ist auch gut zu wissen. Muss man mal richtig taktisch bedenken, wie man noch die Seelensteine einsetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Fertigkeit des Blockens mit Schild oder Waffe vermindert den Schaden und physische Angriffe stoßen dich weniger stark zurück. Ah ja. Ja. Er zuckt noch. Ach, hier sind wir. Ah, okay. Sind Espern und Delfin hier irgendwo jetzt noch mitgekommen? Scheint nicht so. Ja, gut, dann können wir ja auch irgendwie wieder alleine reisen. Und auch mal ein bisschen schneller reiten. Hallöchen, mein Freund. Durch die Gefilde von Skyrim, die jetzt hier gar nicht mal so schön aussehen. Also, da gibt es doch schönere Ecken. Und vor allen Dingen da hinten, ist das der Sonnenuntergang oder sowas? Sieht aus, als wenn es da hinter den Bergen brennen würde. Ist ja, also einladend ist was anderes. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, worüber ich labern sollte bei den Festung Graumor entdeckt. Aha. Da möchte ich auch mal kurz reingucken. Gesetzlose Banditen, verdammt. Lalalala. Kann ich da nicht drüber? Ich wollte drüber springen, verdammt. Nicht absitzen. Ey! Lässt du wohl mein Pferd in Ruhe, du blöder Gesetzloser! Pferdchen, hau ab! Oh Gott, da kommt der nächste. Darf ich mal eben aufsitzen? Gut, und auf Wiedersehen. Lalalala, ich bin schon weg. Ich wollte kein Aufsehen erregen. Das kommt davon, wenn man neugierig ist. Ja, Wölfe jetzt auch noch, natürlich. Mir bleibt aber auch nichts erspart. Hey, verdammt, was sind die denn so schnell? Lauf, Pferdchen, lauf. Oh Gott, da schießt irgendwas mit Feuer. Und brennt. Verdammter Mist, was ist das denn jetzt schon wieder? Hallo? Ich möchte mal eben, wenn ich ehrlich bin, schnell speichern. Was zum Teufel ist das? Ein Gegner. La. Ich will auch nicht. Oh Gott, ein Riese. Oh Mist, verdammter. Jetzt ist er weg. Da stand gerade eben noch ein Riese. Da steht er jetzt. Im Berg drin. Cool. Und was ist. Wie cool ist das denn bitte? Also mal abgesehen davon, dass wir einen Pfeil im Kopf haben, aber wie cool ist das denn bitte? Ein Mammut. Ey, wie Hammer. Ich feiere das gerade hier so ein bisschen. Das ist ja... Ey, wie die Erde bebt. Wie heißt du? Kriege ich da keine Angaben? Greifst du mich an? Anscheinend nicht. Aber wie cool ist das denn bitte? Wir haben einen Mammut gesehen. Das werde ich jetzt auch nicht töten. Weil ich es einfach... Oh Gott. Oh liebster Gott im Himmel. Oh Mist, verdammter. Hat er uns schon gesehen? Greift er uns an? Da hinten ist ein... Ich speichere nochmal kurz. Jetzt ist er weg. Ach nee, da hinten ist er noch. Sollen wir uns alleine gegen den Drachen stellen? Ich bin... nicht gerade auf Optimist... Tisch, hallo? Ich habe eine Idee. Ich habe eine kleine Idee. Das habe ich mal gelesen, beziehungsweise in einem, wo war denn das? In einem Trailer oder so? Gameplay-Trailer? Habe ich mal was gesehen und gelesen. Das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Falls der uns irgendwie entdeckt und angreifen sollte... Hallo? Ey, Drache! Ey, Feigling! Ja, ja!
Deine Mutter hat Schuppen in den Haaren. Oh Gott, war der furchtbar. Ja. Wo ist denn der jetzt? Na! Ah! Da oben ist der Drache. Ja, aber er kommt nicht zu. Verdammt! Ich wollte eigentlich. Er greift uns nicht an. Krieger der Elkir. Ja, ja, ich versuche den Drachen gerade anzulocken. Da ist er. Ey, Junge! Aber er greift uns trotzdem nicht an. Verdammt! Ich wollte den dann eigentlich zu dem Mammut locken und den dann gegen das Mammut kämpfen lassen. Und währenddessen greifen wir ihn weiter an, aber irgendwie... ein Moment. Wir versuchen mal etwas anderes. Und zwar... Starrschwert, Moment. Na toll, jetzt habe ich den natürlich nicht auf Favoriten. Waffen, Pharmabogen. So, Pharmabogen auswählen. So, ob wir das schaffen, ich wage es ja wieder einmal zu bezweifeln. Habe ich ihn getroffen? Ja, er hat uns gesehen. Nö, Benzoron! Na los! Oh Gott, verdammter Mist! Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. So, irgendwo da hinten war das Mammut. Verfolgt er uns noch? Vyutnotka Nak? Hallo? Oh Gott. Ja, er verfolgt uns noch. Ja. Warum zum Teufel sprintet mein Pferd nicht? So. Halb tot. Wir müssen irgendwie das Mammut jetzt wieder finden. Verdammt, das war doch hier irgendwo. La 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 la. Dass man nicht reiten kann und sich gleichzeitig umdrehen, das ist natürlich auch doof. Wo ist der? Da hinten ist er. Greift uns noch an? Hier ist der... Ah, verdammt, hier wäre das Mammut gewesen und jetzt greift er uns nicht mehr an. Ah, super, und auch noch ein Riese. Ah, und war auch noch alles. Madai, wo cool, Maferak, Aswal. Verdammt, ich. Greift jetzt das Mammut mich an? Oder die Wölfe? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, das Mammut greift die Wölfe an und der... Vielleicht aber auch... Vielleicht will das Mammut aber auch uns angreifen. Oder doch den Drache... Ist da der Drache wieder da? Hallo? Ah, da ist der Drache wieder. Ja, ja, mein Plan geht auf. Wie cool ist... wie... Ja. Okay. So hatte ich mir das eigentlich nicht gedacht. So. Aber jetzt versuchen wir es irgendwie. Vielleicht hätte ich mal näher rangemusst. So, mal schauen. Der Drache kämpft gegen den Riesen. Und wir versuchen jetzt irgendwie den Drachen dabei zu killen. Ohne dass er jetzt groß auf uns geht. Bisher klappt das ja noch. Oh Gott, verdammter Mist. La 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 la. Hallo Drache, ich sehe nichts. Wo ist der Typ hin? Ah, super. Ja. Da bist du. Hi, Kleiner. Das ist... Nimm den, nimm den, nimm den, nimm den. Oh Mist, verdammter. Ja, hier, den kannst du auch noch haben. Und den. Oh. Mal eben heilen. So, runterkommen müsstest du mal. Mein Pferd wird angegriffen. Was zum Teufel? Ein Säbelzahntiger? Ja, natürlich. Klar, als wenn ich nicht schon genug... Ja.
Probleme hätte. Na super. Ja, das war's. Angriffe können sowohl mit dem Schild als auch mit der Waffe geblockt werden, doch Schilde sind dabei wirkungsvoller. Ja, natürlich. Das hätte ich mir auch denken können. Gut, das hat ja super funktioniert mit meinem Plan. Da hinten ist noch der Riese. Naja, wir haben es wenigstens mal probiert. Vor dem Drachen hauen wir jetzt erstmal wieder ab. Hier sind hier einfach zu viele Gegner. Das schaffen wir so nicht. Auf Wiedersehen, Mammut, mein Freund. Ah, toll. Wölfe. Hallo, du sollst rennen, Pferd. Lauf geschwind. Dem Sonnenuntergang entgegen, der schon lange vorbei ist. Verdammt, da ist schon wieder ein Säbelzahntiger. Ja, da ist schon wieder ein Säbelzahntiger. Und da ist ein Grafikfehler-Mammut. Juhu! Haben wir das auch mal gesehen? Ein Grafikfehler-Mammut. Hallo, Grafikfehler-Mammut. Verfolgt uns immer noch der Säbelzahntiger oder greift er jetzt das Mammut an? Wir müssen irgendwo da lang. Vielleicht sollten wir uns mal wieder den Weg suchen. Hallo? Keiner mehr da? Gut. Sauber. Ja, epische Musik und wir rennen weg. Wer bist du denn? Freund oder Feind? Legat Quentin Kipius. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Was macht die kaiserliche Armee in Himmelsrand? Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Die Armee war schon immer in Himmelsrand. Wir haben Garnisonen in allen Provinzen des Kaiserreichs. Unser Auftrag ist es, dem Kaiser zu dienen, das Gesetz durchzusetzen und die Bürger zu beschützen. Die Tage in Himmelsrand werden finsterer. Und die Armee wird schon bald gefordert werden wie nie zuvor. Aber wir sind wie immer bereit. Was denkt ihr über diesen Krieg? Ihr meint Ulfriks sogenannte Sturmmantel-Rebellion? Die Könige der Nord, verzeiht, die Jarl, haben ihre Leute nicht unter Kontrolle. Also ist die Armee eingeschritten, um für Ordnung zu sorgen. Leider sind die Truppen des Kaiserreichs derzeit ein wenig dünn gesät und wir erhalten kaum Verstärkung. Daher müssen wir vor Ort rekrutieren. Aber keine Angst, Bürger. Wir werden diesem Aufstand ein Ende setzen. Dann wird bald wieder alles so sein wie gewohnt. Na dann. Wie tritt man denn der kaiserlichen Armee bei? Ihr glaubt also, ihr habt das Zeug dazu, was? Ehrlich gesagt kann die Armee jeden fähigen Kämpfer gebrauchen. Wir haben alle Hände voll zu tun. Ein toter König, eine Rebellion und jetzt Drachen? Hier geht es wirklich wild zu. Wenn ihr es ernst meint, solltet ihr nach Einsamkeit reisen. Unser Hauptquartier befindet sich in Schloss Elend. Dort findet ihr General Tullius, den Oberbefehlshaber der Truppen in Himmelsrand. Aber sprecht mit Legat Ricke. Sie ist für die Rekrutierung vor Ort zuständig. Alles klar, werden wir uns mal angucken. Obwohl, wenn man Leute rekrutieren will, sollte man vielleicht das zuständige Schloss nicht unbedingt Elend nennen. Das klingt ja nicht gerade einladend. So, Angst davor, wie ich manchmal habe, dann natürlich, dass jetzt die Festplatte noch voll läuft, würde ich dann mal sagen, den Rest des Weges werden... Oh nein. Nein, da habe ich jetzt aber auch wirklich absolut keine Lust drauf. Also den Rest des Weges mit dem Drachen da hinten vielleicht mal. Schauen wir mal, wie wir es machen. Werden wir in der nächsten Aufnahmesession angehen. Bis dahin wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag. Und sage tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Euer Benten. Ciao.